Liebe Weinfreunde von Woltun, kommen. Wir fangen jetzt an mit der Weinprobe vom Weingut Landerer. Und wir haben als allererstes einen Grauburgunder trocken aus der jungen Linie. Ja. Was heißt junge Linie und wie ist der Wein? Also die junge Linie heißt, es in Rebenlager zwischen 3 und 15 Jahre alt, daher auch die junge Linie genannt für diesen speziellen Wein. Und die junge Linie heißt, es ist auch ein Wein aus dem Lösboden. Wiederum muss man sich auch fragen, wo die Qualität beginnt. Das heißt, die Qualität beginnt eigentlich draußen im Weinberg. Deshalb ist auch der Boden maßgebend, sowie auch die Bewirtschaftung. Bewirtschaftung heißt, wir tun unsere Weinberge ökologisch bewirtschaften nach den ökologischen Richtlinien, was der Gesetzgeber alle vorschreibt. Und des Weiteren sind auch die Weine dementsprechend geprägt vom Boden, sowie auch nachher von der Frucht, der Sorttypizität dieser einzelnen Traube. Wenn ich den Wein jetzt hier im Glas mal beschreiben darf, wir haben hier ein 2012er Grauburgunder im Glas, ein ideal unkomplizierter Weißwein für jeden Tag. Das heißt auch, dieser Wein stammt vom Lösboden, was eigentlich typisch ist für den Kaiserstuhl. Und wenn wir den Wein mal so probieren, vom Geruchsbild, zeigt man eine sehr angenehme, feine Frucht, diese leichte Anklänge nach diesen heimischen Früchten vom Kaiserstuhl. Mhm. Wiederum, wenn man sagt, heimische Früchte vom Kaiserstuhl bedeutet so diese Apfel- und was Birnennote, diese fruchtbetonte Typus. Und gleichzeitig, wenn wir den Wein mal so probieren, ist es auch ein Wein mit einer angenehmen milden Säure, das heißt eine gute verträgliche Säure. Wiederum muss man kurz erwähnen, der Wein hat eine schöne Tiefe, angenehme Länge. Gleichzeitig ist es auch ein Wein, der gut weiterempfehlen kann zum Schmecken. Ja, vielleicht kann man noch mal einen kurzen Tipp geben für die Zuschauer. Wofür kann man den verwenden? Abgesehen davon, dass ich glaube, den kann man sehr gut solo trinken. Ist der auch zum Essen geeignet? Das ist ein wunderbarer Endsbegleiter. Letztendlich kann ich viele Empfehlungen geben. Letztendlich muss der Kunde selber wissen, was man schmeckt, was man nicht. Ja, das ist vernünftig. Vielen Dank. Gerne.